Hallo Edelmetallfreunde, ich begrüße Sie in der neuen Woche zu Top News. Worum geht es heute? Immer mehr Menschen sind mit Deutschland unzufrieden und wandern aus. Es gibt viele Gründe, hier wegzugehen, natürlich auch viele, um zu bleiben. Darum geht es natürlich auch um Russland und Ukraine. Aber wir fangen an mit Gold, Biontech und Rockefeller. Sie sehen hier den Goldpreis in japanischen Yen, ein neues Rekordhoch, da der Yen zum US-Dollar sehr stark an Wert verliert. Das wird auch ein Thema sein am Freitag. Da können Sie nämlich wieder Egon von Greyerz hier verfolgen. In Euro sieht es ähnlich aus. Auch hier fehlt nicht mehr viel bis zum Rekordhoch. Ich denke, aktuell entwickelt sich sowas wie ein Währungskrieg und der Dollar mit den Aussichten von weiteren Zinserhöhungen zieht jetzt Kapital an. Aber das wird ein vorübergehender Effekt sein. Ich denke, Gold und Silber werden in allen Währungen steigen und zurzeit in US-Dollar noch am wenigsten, aber dieses Kartenhaus wird auch einfallen. Machen wir weiter mit BioNTech. BioNTech ist nicht sicher, dass die Impfung sicher ist. BioNTech meldet Zweifel an Sicherheit der Impfung, fürchtet Schadenersatz und Langzeitfolgen. Man residiert in Deutschland an der Goldgrube. Die Gewinne des Jahres 2021 können sich wahrlich sehen lassen. Und doch ist man bei BioNTech in großer Sorge. Gegenüber der US-Börsenaufsicht wurde zugegeben, die Risiken für Geimpfte sind nicht kalkulierbar. Es sind keine Studien vorhanden. Langzeitschäden sind möglich. Wie mag das zur viel zitierten Behauptung passen, die Impfstoffe wären geprüft, sicher und garantiert wirksam? Natürlich gar nicht. Allerdings dürfte man bei BioNTech keine Lust haben, persönliches Haftungsrisiko einzugehen, das ins Strafrecht und zu langjähriger Haft führen könnte. Dementsprechend füllte man die Fragebögen der US-Börsenaufsicht ehrlich aus. Man geht offenbar davon aus, dass die großen Systemmedien ohnehin nicht darüber berichten und damit existieren die Probleme offiziell weiterhin nicht. Wie Epoch Times zuerst ausführte, verlangt die US-Börsenaufsicht einen sehr genauen Bericht hinsichtlich der Quartals- und Jahresergebnisse. Dieser beinhaltet eine Aufstellung der Risiken in hohem Detail. Wir sind möglicherweise nicht in der Lage, eine ausreichende Wirksamkeit oder Sicherheit unseres Corona-Impfstoffs und/oder variantenspezifischer Formulierungen nachzuweisen, um eine dauerhafte behördliche Zulassung in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der Europäischen Union oder anderen Ländern zu erhalten, in denen er für den Notfalleinsatz zugelassen oder eine bedingte Marktzulassung erteilt wurde. Signifikante unerwünschte Ereignisse können während unserer klinischen Studien oder sogar nach Erhalt der behördlichen Zulassung auftreten. Also man will sich hier rückversichern, dass man ja quasi alles gesagt oder veröffentlicht hat. Kommen wir zu Rockefeller. Ein Artikel bei Zero Hedge. Präsident der Rockefeller Stiftung startet einen Countdown, bis die Hölle losbricht. Der Präsident der Rockefeller Foundation, Rajiv Shah, erklärte gegenüber David Verstein von Bloomberg Television, dass eine massive Nahrungsmittelkrise unmittelbar bevorstehe. Er sagte, die durch den russischen Einmarsch in der Ukraine verursachten Unterbrechungen der weltweiten Düngemittelversorgung würden sich noch schlimmer auf die Krise auswirken und die Ernteerträge weltweit verringern. Shah sagte, dass Schuldenerlass und Nothilfe für die Schwellenländer notwendig seien, um die Auswirkungen der Nahrungsmittelkrise abzumildern. Shahs Auftritt bei Bloomberg ist insofern interessant, als die Stiftung immer wieder davon spricht, dass die weltweite Nahrungsmittelversorgung auf eine nachhaltigere Basis gestellt werden muss. Die Stiftung hat sich eng an das Weltwirtschaftsforum angelehnt und plädiert für einen globalen Reset. Der Gründer des WEF, Klaus Schwab, sagte Anfang 2020, wenige Monate nach Beginn der Viruspandemie, die Pandemie stellt ein enges Zeitfenster dar, unsere Welt zu überdenken, neu zu denken und neu zu gestalten, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen. Sie wollen angeblich immer das Beste, doch die Resultate sehen meistens völlig anders aus. Kommen wir zu Deutschland, denn hier geht's steil abwärts. Die guten Zeiten sind vorbei, sorgt für euch selber. Hans-Werner Sinn sieht auf Deutschland einen schwindenden Wohlstand zukommen. Neben der immer teurer werdenden Energie seien vor allem die ungelösten demografischen Probleme und die enorme Staatsverschuldung der letzten Jahre Gründe dafür. Wir haben nun mal die Babyboomer, die heute 56- bis 60-Jährigen, die bald in Rente gehen wollen. Hinter dieser Bevölkerungskohorte kommen nicht mehr allzu viele neue Menschen nach. Wir haben ein riesiges Versorgungsproblem, weil die Arbeitsbevölkerung wegbricht, sagte der 74-Jährige dem Münchner Merkur. Der Staat werde damit heillos überfordert sein. Die sozialen Sicherungssysteme sind nicht in der Lage, die Entwicklung des Lebensstandards so fortzuführen, wie wir es gewohnt sind, prophezeit Sinn. Der Bund kritisiert Sinn weiter, müsse endlich mit dem Schuldenmachen aufhören und wieder eine langfristige Strukturpolitik betreiben.
Die Regierungen haben in der Pandemie das Geld wie Manna vom Himmel regnen lassen und gleichzeitig wurde überall Lockdown verkündet. Das war das Streichholz, mit dem die Inflation entzündet wurde. Die Bundesregierung, so Sinn, dürfe Themen wie Klimarettung, Bildung und Infrastruktur nicht als Begründung für neue Schulden nehmen. Schulden sind unmittelbar inflationär. Er hat damit sicherlich recht, er vergisst aber zu erwähnen, dass dieses Land natürlich auch darunter leidet, dass Billionensummen sinnlos verschwendet werden für Zuwanderung, Energiewende, Euro-Rettung etc. Erinnern Sie sich an den Ausdruck von Fischer, Hauptsache die Deutschen haben es nicht. Und wo geht's noch abwärts? Bespitzelung der Opposition, Meinungsfreiheit, schwer unter Beschuss. Ausspionieren und Denunzieren von Regierungskritikern mit Steuergeldern. Bisher wurde es als Verschwörungstheorie abgetan, dass hinter Hetze und Hass gegen Andersdenkende auch die Regierung stehen könnte. Dabei ist das ja bisher auch zumindest indirekt nachweisbar. Viele von den Organisationen, die besonders aktiv sind im Hetzen, etwa viele der sogenannten Faktenchecker, sind schon heute über Zwangsgebühren direkt oder über Gemeinnützigkeit indirekt aus der Staatskasse finanziert und damit auch von der Regierung auf Kosten der Steuerzahler. Was nun aber an die Öffentlichkeit geraten ist, scheint den Rahmen alles bisher Bekannten zu sprengen. Ja, fast den Rahmen des Vorstellbaren. Der US-Hacktivist Travis Brown führt mit Geld vom deutschen Bundesforschungsministerium Feindeslisten von einflussreichen konservativen Twitter-Konten und doxte eine Twitter-Nutzerin, die sich nun aus Angst um ihr Leben verstecken muss. Cyberstalking und Doxen sind in Deutschland Straftaten. Das Forschungsministerium schweigt, schreibt das Internetportal Freie Welt. In den USA schlägt das Thema hohe Wellen, während die deutschen Medien, wen wundert es, schweigen. Selbst Linksliberale wie Internetpionier Marc Andreessen, der linke WikiLeaks-Enthüller Glenn Greenwald und Philosoph Peter Boghossian beklagen sich über die Doxing-Kampagne des vom deutschen Forschungsministerium geförderten Hacktivisten. So das Internetportal. Der in Berlin ansässige Travis Brown veröffentlichte den Angaben zufolge am 11.02.22 eine Feindesliste von angeblich rechten Twitter-Konten. Und so gibt es immer mehr Menschen, die mit den Füßen abstimmen und hier den Kanal voll haben. Immer mehr Deutsche wandern ab. Deutsche wandern vermehrt nach Südamerika aus, um muslimischen Migranten in der Heimat zu entkommen. BBC. Paraguay verzeichnet einen Anstieg deutscher Migranten, die vor islamischen Migranten in ihrem eigenen Land und den strengen Coronavirus-Bestimmungen fliehen. Wir haben in Deutschland ein Problem mit Muslimen, sagte einer der Exilanten und fügte hinzu, Islam und Impfungen sind große, große Probleme in dieser Welt. Der Deutsche mit dem Namen Michael Schwarz, der im November 2021 nach Paraguay gekommen sein soll, sagte der BBC, dass er die Coronavirus-Impfung, die der deutsche Gesundheitsminister zur Pflicht machen will, obwohl es im Bundestag Widerstand gegen diese Politik gibt, vermieden habe, weil es viele Fragen dazu gäbe. Und er deutet an, dass viele Paraguayer seine Haltung teilen. Stefan Hausen, ein weiterer deutscher Auswanderer, der mit seiner Familie im selben Monat wie Schwarz in Paraguay ankam, äußerte ähnliche Bedenken, insbesondere über die ständigen Abriegelungen, die ihn fassungslos gemacht hätten. Natürlich spielen auch die hohen Steuern eine Rolle, dass viele Deutsche ins Ausland abwandern. Gleich kommen wir noch zum Russland-Ukraine-Konflikt, denn auch hier entspannt sich leider gar nichts. Zuvor aber vielen Dank unserem heutigen Videosponsor Optimum Ventures, Goldexploration im kanadischen Goldenen Dreieck. Börsenbeben dank Ukraine-Krise und immer weiter ansteigender Inflation. Der Goldpreis kratzte zuletzt wieder an der 2000-Dollar-Marke und hat den Euro sogar bereits ein Allzeithoch erreicht. Während die Tech- und Pharmawerte fallen, schlägt endlich die große Stunde der Goldaktien. Im Jahr 2022 bevorzugen Investoren wieder Sicherheit anstatt Fantasie und haben dabei mit Rohstoffaktien wie Optimum Venture eine hervorragende Chance, sich genau jetzt perfekt und günstig aufzustellen. Mehr zum Unternehmen erfahren Sie auf der Homepage www.optimumventures.ca sowie bei aktien.news. Finnland und Schweden wollen der NATO beitreten, sicherlich nichts, was die aktuelle Lage irgendwie entspannen könnte. Schweden und Finnland wollen trotz russischer Drohungen beide im Mai einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellen. Zwei Zeitungen, eine schwedische und eine finnische, haben berichtet, dass sich die Regierungen Schwedens und Finnlands darauf geeinigt haben, ihre Anträge auf NATO-Mitgliedschaft gleichzeitig einzureichen und dass dies Mitte nächsten Monats geschehen wird. Die finnische Zeitung Taleti berichtete, die schwedische Regierung habe gegenüber Finnland den Wunsch geäußert, dass sie in der Woche ab dem 22. Mai einen gemeinsamen Antrag stellen.
Schwedische Regierungsquellen bestätigen diese Informationen gegenüber der schwedischen Boulevardzeitung Expressen. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat in Schweden und Finnland, einem russischen Nachbarland, zu wachsender Unterstützung für einen NATO-Beitritt geführt. Auch zwischen Deutschland und Russland nehmen die Spannungen zu. Es werden wechselseitig Diplomaten ausgewiesen. Russland kündigt am Montag die Ausweisung von 40 deutschen Diplomaten an, was angesichts der Größe der Gruppe von Beamten, die von russischem Boden verwiesen werden, eine erstaunliche Vergeltungsmaßnahme darstellt. Der Kreml erklärte, dies sei eine Reaktion auf die unfreundliche Entscheidung Berlins, Anfang des Monats russische Diplomaten wegen der Invasion in der Ukraine auszuweisen. In seiner jüngsten Erklärung erklärte das russische Außenministerium, es habe den deutschen Botschafter einbestellt, um eine schriftliche Mitteilung zu überbringen, in der 40 Mitarbeiter deutscher diplomatischer Einrichtungen in Russland als Teil einer systematischen Reaktion zur Persona non grata erklärt werden. Über mögliche Waffenlieferungen haben Sie im Mainstream gehört, das muss ich hier nicht aufwärmen. Was aber im Mainstream nicht berichtet wird und vielleicht auch noch eine Rolle spielen könnte, ist die Tatsache, dass wir seit Ende des Zweiten Weltkrieges keinen Friedensvertrag mit Russland haben. Und um noch in der Ukraine zu bleiben, ich gebe Ihnen noch einen Link in der Box mit an. George Soros soll bei diesen ganzen Aktionen in der Ukraine maßgeblich mit die Fäden ziehen. Den Artikel finden Sie also in der Beschreibung. Beenden möchte ich diese Top News mit einem Zitat von Theodor Fontane. Das war's für heute. Freitag erwartet Sie wieder Egon von Greyerz. Freuen Sie sich drauf und falls Sie noch den Morgenreport zum alten Preis abonnieren möchten, tun Sie es diese Woche. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's. Bis bald wieder. Tschüss.